So, meine Freunde, willkommen zurück zu Bioshock Teil 2. Und wir sind hier letztes Mal in der Pauper's Drop, wie es auch hieß, steht hier nirgends, gelandet. Haben ja jetzt rausgefunden, wie wir hier an Adam kommen, und zwar indem wir uns um die Little Sisters kümmern. Also sie adoptieren und dann letztendlich die Leichen ernten lassen. Und dann hinterher haben wir halt wieder die Wahl, ob wir sie ausbeuten wollen oder nicht. Und ja, Lamp hat uns jetzt aber hier festgesetzt, also es geht einfach nicht weiter. Und wir müssen uns eine Sicherheitskarte von einer Grace Holloway, glaube ich, holen. Ja, Grace Holloway. Pauper's Drop sind frei, ja. Dann machen wir uns doch direkt mal auf den Weg. Das war mal ein Big Daddy. Hab ich voll? Nieten sind auch voll. Kann ich hier... Verbandskasse ist auch voll. Auf Steuerung habe ich mich geheilt. Ne, ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. Hit mir die mal mit ihren Aktien! Ich schreck mich hier ständig von meinem eigenen Schatten, ne? Was auch immer die hier wieder getrieben haben. Moment. Jetzt habe ich den... einen verbraucht, dann nehme ich den mit. Ach ja, wir haben die erste Big Sister platt gemacht. Die ja offenbar jedes Mal kommt, wenn wir, kann ich mich hier irgendwie durchbohren? Nö. Wenn wir alle Little Sisters in einem Gebiet fertig haben, da ist schon wieder dieser Fettkloß. Wenn wir alle... Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt. Hab ich das? Und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Jo. Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Ah, wie fortschrittlich Rapture ist. Wieso vergesse ich immer die Dinger zu hacken? Naja. Ja, den Fettkloß haben wir, als wir in der Station angekommen sind, ja gesehen. Bin ich noch gespannt, was es mit dem auf sich hat. Also nochmal ganz kurz. Wenn man alle Little Sisters in einem Gebiet entweder entweder gerettet oder ausgebeutet hat. Dann kommt eine Big Sister und die können wir aber wenigstens dann auch fertig machen, kriegen noch ein bisschen Adam von ihr. Jedenfalls hoffe ich, dass das jetzt einigermaßen klappt. Und ich weiß, dass da vorne irgendwo eine Kamera ist. Hallo, du bist weit Du nennst mich eine Hure, ich habe gar nichts gesagt. Hier ist alles andersrum. Ah! Hier ist alles andersrum. Wer lacht, der weint, der schreit, bleibt stumm. Hier ist alles andersrum. Hier ist Fett und Rad ist krumm. War hier nicht irgendwo eine Kamera?
Die schalte ich lieber erstmal aus. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist. Ach da. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte auch auf die losgehen? Jetzt habe ich meine schweren Nieten verballert. Da ist eine Genbank. Bandagen. Mache ich gleich. Und na gut, dann versuche ich es mal. Schon geschafft, aber auch nur, weil ich ihn hier ins Wasser reingelockt habe. Alles gut, kleine Maus. Alles gut. Du kommst jetzt mit mir mit. So. Stimmt, ich muss hier L drücken. Religionsfreiheit, Doktor? Ja. Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Wieso komme ich hier nicht rein? Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. So. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine irrationale Kraft, die uns den Himmel bringen soll. Auch nicht weniger mystisch als die Kruzifixe, die Sie beschlagnahmen und verbrennen lassen. Kruzifixe? Mhm. Worüber sich der ein oder andere hier Gedanken gemacht, erstmal saufen. Das Dunkelfleisch. Und ich bin besoffen. Ich wusste gar nicht, dass sich der Weg, der die auch besaufen kann. Dosenbohnen. Ach, die Tür war hier. Haha. Nicht gesehen. Oder wo bin ich jetzt? Doch, ich bin wieder hier. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja nicht plötzlich irgendwo anders gelandet sein. Da muss ich lang. Siehst du das, Adam, Daddy? Da drüben. Ja, zeig mal her. Welche Leiche willst du denn haben? Von hier kam ich. Ah, okay. Adam, Daddy, holen wir es uns. Wir nehmen erstmal die hier. Dann sammel mal. Was ist eigentlich mit meinem... Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängnis. Was ist eigentlich mit meinem Body passiert? Wann ist der denn kaputt gegangen? Kannst du vielleicht ein bisschen schneller sammeln, kleine Maus? Ich gebe hier niemandem irgendwas. Er
fast netter als andere Daddys. Nee, 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 aufheben. Komm her. Ich bin netter als andere Daddys? So. Wieder zurück auf Elektro. Dann gucken wir mal, was die alle hier so haben. Eine Menge Geld auf jeden Fall. Ja, Kugeln nehme ich sehr gerne. Nee, bringt mir alles nichts. Gut, ich hätte noch mal hacken können, aber nom 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 nom. Ich muss dann hier rein. War da hinten nicht auch noch was? Erstmal ist hier noch eine Leiche. Hier entlang. Die du gerne hättest. Ach, hier ist eine Munition. Ich gehe erstmal hoch zum Munitions. Halt! Nein! Genau die, die ich brauche. Schön. Gib mir her, Gepär. Hab ich alles, hab ich alles. Hier, eine Antiperson. Nee, saufen will ich jetzt nicht. Ab in die Haie. Nee, 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 nee. Du suchst mir bitte noch eine Leiche. Komm, Daddy. Dann bringe ich dich weg. Noch eine Genbank. Ist da jemand? Sie wird zusehen, wie ich dich kaputt mache, Kleiner. Scheiße, was bist du denn für einer? Würzbleißer. What the fuck? Ich dachte, das ist in diesem Level quasi der Endboss. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt kommt und mich hier direkt so anfällt. Puh, das hätte jetzt ordentlich ins Auge gehen können. Da hole ich mir gleich noch mal ein bisschen Munde nach. Halt, da lag da noch was. Da liegt noch was drin. Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. What happened? Okay, ich dachte, es ist abgestürzt, aber offenbar bin ich nur wieder irgendwo drauf gekommen, wo ich nicht drauf kommen soll. Ja, der hat Adam. Hier ist ein Schrein. War ich das? Das war offenbar ich. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen.
Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier ist Endstation für mich. Dann krieg ich den Klinikcode. Ich würde jetzt erstmal einfach das hier machen und dann mal mit dem Pfeil hinterher. Weil das sieht mir hier so aus, als ob ich hier früher oder später eh nochmal hinkomme. Ich will nochmal kurz. Ich wechsle mal auf Verbrennen. Abfackeln, Entschuldigung. Nochmal auf Antiperson und dann geht's los. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Ja. Damals Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Da oben kommt einer. Das ist Affenscheiße! Nur noch ein Mädchen, Daddy. Ich bin ein braves Mädchen. Ja, das bist du. Mach mal schön weiter. Bist du fertig? Komm her. Du rettest mich immer vor den Monstern. So, kurz wieder auf Elektro und auf die Nietpistole. Kann ich das aufbohren vielleicht? Das wäre jetzt auch lustig. Nö, kann ich nicht. Achso, was ich noch machen will. Ich wechsle hier schon mal wieder auf die 50er. Na gut. Zum Lüftungsschacht. Gleich sind wir zu Hause. Und nicht ein Herr F. Und rein mit dir. Husch. Danke. Ja, hopp rein mit dir. Kam nicht immer hier? Ah ja, Pfeil gibt's hier, okay. Kann ich mir schon irgendwas holen? Ein Eve-Upgrade. Das fand ich eigentlich immer lustig. Winterblast, gib her. Ja, okay. Aber da ersetze ich liebend gern Telekinese mit. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Holen wir uns noch einen Slot. Tschüss. So, sich trinke. Gentonika, so Plasmid-Slot. Wir warten mal, bis ich die zweite Little Sister habe. Ja, das habe ich schon gemerkt. Wo bin ich denn jetzt drauf? Auf Telekinese? Nee, ich will mal auf Winterblast. Da. Da lang musste ich. Bienvenido al Mundo.
So, jetzt aber erstmal genug geshoppt. Okay, der... Warum müssen jetzt hier plötzlich eine zweite Little Sister? Boah. Na gut. Unsere Engel wachen auf. Aber ich habe keine schweren Nieten. Das wird jetzt lustig. Er ist böse. Er tut mir weh. Komm doch mal her, komm mal hier rein ins Wasser. Böser, böser Fremder. Und du kommst mit. Jetzt weiß ich, dass da unten noch ein Haufen Kugeln lagen. Die hole ich mir jetzt auch direkt. War hier noch was drin? Hier ist auch noch was drin. Miete. Okay, du zeigst mir mal an, wo du hin willst. Adam, ganz in der Nähe. Ja, schön, da komme ich nicht rein, Mädchen. Ach gut. Nee, doch nicht. Dachte, hier komme ich durch. Nee, geht nicht auf. Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um einen Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja, ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Ach, hab ich den Code gekriegt? Überraschung, Kumpel. Wer bist du? Okay, hier ist auch irgendwo eine reife Leiche. Altes Spielzeug, neues Spielzeug. Darum ist doch total gestört. Deiner Strafe. Kann gut sein, dass ich gestört bin.
Ein weiterer Tag, ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera im Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Ja. So, ein paar kürzere Alarme.